Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge der FIFA 18 Torwartkarriere. Und ja, wir haben heute das Spiel gegen Paderborn. Die sind auf Platz 10, wir auf Platz 5. Wir müssen gewinnen, müssen ein paar Punkte nach oben gehen. Und wir haben wieder diesen FIFA-Bug. Alter, nervt das. So, dann haben wir noch das Spiel gegen Aalen. Und natürlich müssen wir weiterhin trainieren. Das steht so heute an. Aalen ist auf Platz 6. Okay, wir müssen uns quasi weiter nach oben schrauben, indem wir gegen Paderborn gewinnen. Und wir müssen uns von Aalen wegbewegen. Das sind so die zwei Missionen für heute. Wir gehen mal ganz kurz ins Training und beginnen das einfach mal. Und jetzt kann ich mal ganz kurz was anfangen zu labern. Und zwar, wenn jetzt manche von euch denken, die neu auf meinem Kanal sind, ach Mann, Alter, der ist ja voll schlecht in der Torwartkarriere, bla bla bla. Ja, bin ich. Muss ich ganz ehrlich zugeben, aber das ist ja auch interessant, ne, zu sehen, wie ich mich vielleicht verbessere. Vielleicht werde ich ja zum Profi-Torwart schlechthin. Und ja, ich habe die Torwartkarriere erst seit diesem Jahr so richtig begonnen. Und deswegen bin ich halt noch nicht so drin. Ne? Also ich weiß nicht, wie FIFA hingegen Torwart tickt, bla bla bla. Also da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, aber das wird alles schon noch. Falls sich auch manche fragen, da habe ich ja schon ab und zu mal einen Kommentar dazu bekommen, mein Mikro, dass das manchmal ein bisschen komisch klingt oder oftmals in letzter Zeit, das liegt an meinem Mischpult, denn ich habe da ein bisschen Probleme mit meinem Mischpult, das hat irgendwie eine ganz kleine Macke und ja, ich habe da jetzt schon in letzter Zeit viel wirklich rumprobiert, um wirklich zu sagen, was das Problem da ist. Und ich bin jetzt einfach zum Entschluss gekommen, ich muss mir Neues kaufen. Allerdings sind die Dinger nicht gerade günstig. Deswegen muss ich halt da ein bisschen überlegen, welches Ding hole ich mir jetzt. Welches Mischpult, dass ich mir jetzt nicht wieder ein doofes hole oder was auch immer. Wobei meins war wirklich ganz schön cool eigentlich. Aber ja, wie gesagt, ist halt jetzt nicht mehr so neu und schon kaputt. Ja, wie gesagt, da hole ich mir auf jeden Fall Neues, dann ist meine Mikrofonqualität wieder on point, aber wie gesagt, das tut mir schrecklich leid, aber das ist momentan jetzt halt so und naja, ich würde sagen, bis gleich. So, dreimal A, einmal B, ja, wie immer in Ordnung, kann man nichts gegen sagen. Und ja, wir starten jetzt einfach mal rein gegen Paderborn und gucken, dass wir gewinnen. Das wäre nämlich ziemlich wichtig. So, Paderborn gegen die Würzburger Kickers. Schneit ganz leicht. Das Wetter ist nicht so geil. Aber das soll uns nichts ausmachen. Wir müssen, wie gesagt, sehr, sehr dringend gewinnen. Und ja, let's go. Drin ist er! Drin ist er! 1:0 für die Würzburger Kickers. Schon in der 7. Minute. So schmeckt das. Endlich! Ich glaube, das hatten wir so lange nicht mehr, dass wir so ein schnelles Führungstor gemacht haben. Aber hier, Königs hat hier einfach mal abgezogen. Der Torwart kommt zwar ran, hätte ihn auch eigentlich haben müssen, aber er ist genau so ein Dussel-Typ wahrscheinlich wie ich. Und er lässt ihn da einfach durchflutschen. 1:0 für uns in der 7. Minute. Nice one, weiter so. Den holen wir uns. Kein Problem. Die Gefahr entschärft. Und 2:0. Das gibt es doch nicht. Yes, Mann. Yes, yes, yes. 2:0 für die Würzburger Kickers. So gefällt mir das. Viele Spiele sind immer so, da fehlt immer irgendwas. Im Angriff wird nicht gut gespielt. Und jetzt nach 13 Minuten 2 Tore. Das möchte ich sehen. Nice one. Na, das war nicht schlecht. Diesmal hat der Torwart gehalten. Die nächste Chance. Von uns, von den Würzburg Kickers. Das freut mich. Wir bekommen den Ball. Wir müssen ein bisschen aufpassen, aber war ja nicht schlecht gemacht.
Halbzeit. Unsere Mannschaft steht oftmals sehr, sehr hoch, macht richtig schön Druck da vorne und lässt die Gegner gar nicht, bis fast gar nicht an mein Tor, an meinen Kasten herankommen. Das finde ich richtig, richtig gut. Und ja, zwei Dinger sind ja bisher reingegangen, 2-0, läuft perfekt. Alter, das war verdammt knapp. Das war verdammt, verdammt knapp. Komm nochmal. Den haben wir aber, das ist kein Problem gewesen. Der vorherige Schuss, den hätte ich vielleicht gehabt, wenn er nicht an Pfosten wäre, aber ich weiß es nicht. Er hätte auch da durchflutschen können. Das war auf jeden Fall verdammt knapp. Und 3-0! Hinten ein paar Probleme gehabt, vorne das Tor gemacht. Es läuft, meine lieben Freunde, es läuft. Also hinten war es ja jetzt echt knapp vorhin, den Pfostenschuss, aber hier weiß ich nicht, was der Torwart da macht. Naja, er hat es probiert, dahin zu kommen, hat es auch nicht geschafft. Und damit 3-0. Für uns, und das sind die sicheren 3 Punkte. Der Sack ist, würde ich sagen, mal richtig zu. Oh, was für eine Chance! Ich dachte, der ist drin. Beim ersten Pfostentreffer, da dachte ich, okay, der ist leider an Pfosten. Da habe ich gesehen, der springt nach innen. Dann prallt er in den anderen Pfosten und springt wieder raus. Gott, war das traurig. Es gibt Freistoß nochmal. Naja, trotz alledem ist ein 3-0, denke ich, schon ziemlich gut. Passt, die Fans von Paderborn buhen zwar ein bisschen, aber das ist egal. Wir haben 2 gefangene Bälle, 1 abgefangene Flanke und eine Bewertung von 8,0. Ja, es war jetzt nicht so viel für uns zu tun. Dafür haben wir in dieser Folge, zumindest im ersten Spiel, ziemlich gut nach vorne gearbeitet und haben dadurch jetzt auch wieder 3 Punkte geholt. Ich spule ganz kurz vor. Jetzt haben alle 26 Spiele und wir sind tatsächlich auf Platz 3. Jetzt spielen wir nochmal gegen Aalen. Die sind auf Platz 7 und ja, was soll ich sagen? Wenn wir jetzt nochmal 3 Punkte holen, haben wir auf jeden Fall den Anschluss zu Platz 1 und 2. Ich will natürlich jetzt nicht sagen, dass sie verlieren werden oder unentschieden spielen werden. Ich denke auch, dass die 2 gewinnen, Magdeburg und Chemnitzer FC, dass die beiden gewinnen, das denke ich auch. Aber wir werden auf jeden Fall dann den Anschluss nicht verlieren, weil wir sind gerade 1 Punkt hinter den beiden Mannschaften und wir haben eine deutlich bessere Tordifferenz. Was mich immer noch wundert, weil unsere Mannschaft vorne eigentlich nicht so krass ist. Aber naja, es ist so. Und ja, wir werden natürlich wieder ein Training machen, keine Frage, da müssen wir einfach immer noch besser werden. So, jetzt haben wir ein A. Ich habe das gerade mal ein bisschen rausgeschnitten, weil mir nichts mehr eingefallen ist zum Labern. Ja, ich wollte noch sagen, dass wir ja schon, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele wir schon haben und wie viele wir noch brauchen, aber die Saison ist ja jetzt schon Minimum Hälfte oder sogar schon, neigt sich schon langsam dem Ende, glaube ich. Und wir stehen auf Platz 3. Wir müssen uns natürlich noch ein bisschen reinhängen. Wir dürfen jetzt nicht wieder schlampig werden. Wir müssen da schon weiter konstant gut spielen. Denn wir sind nicht die beste Mannschaft, das merkt man. Wir haben schon des Öfteren mal verloren oder einfach grottig gespielt. Aber wenn wir uns daran halten, schaffen wir wirklich vielleicht den Aufstieg. So, mal wieder, bis gleich. So, diesmal Elfmeter nun B, dafür Freistöße in A. Kann man mal machen, das hatte ich auch noch nie. Aber wenn du meinst, dann halt mal andersrum. So, jetzt spielen wir aber gegen Aalen. Wie gesagt, es ist wichtig, dass wir jetzt den Anschluss nicht verlieren. Deswegen müssen wir jetzt nochmal gewinnen. Und ja, ich weiß, dass das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger wird gegen Aalen. Let's go. Oh, wir bekommen den Ball. Cool. Das war noch cooler. What a fail, Alter. Oh, da gibt's die Chance. Die Großchance hier für die Gegner. Und wir haben ihn gehabt.
Yes, Mann. Holy moly, Alter. Da war ich gerade richtig angespannt. Sauber. Ah, da hat er gut abgefälscht. Klasse Tat vom Abwehrspieler. Der hätte sonst gefährlich werden können. Ich meine, ich war zwar wach, aber trotzdem. Holy moly. Das war auch verdammt knapp. Eieiei. Oh, das war auch knapp. Aber wir sind nicht schlecht dahin. Wir sind nicht schlecht. Auch den haben wir, glaube ich, gehabt. Ja, ich war dran. Es hätte zwar nicht sein müssen, aber auch da war ich dran. Und beim vorherigen Eckball tatsächlich auch. Also auch wenn es nicht so aussah. Das war jetzt verdammt knapp. Da waren wir nicht mehr dran. Alter. Beim vorherigen Eckball. Da hatte ich gerade mal die kleine Wiederholung. Da war ich auch dran. Der an die Latte ging. Bei diesem Kopfball, der an die Latte ging, da war ich allerdings nicht dran. Das war haarscharf. Echt, das war richtig knapp. Halbzeit. Aalen macht verdammt viel Druck, verdammt viel. Tja, was soll ich dazu jetzt sagen? Ja, Mann. 1:0. Endlich. Ich glaube, das ist der erste oder zweite Angriff von den Würzburg-Kickers nach 54 Spielminuten. Und er sitzt. Darauf habe ich gehofft. Echt, auf diesen Moment habe ich gehofft. Denn hinten... Huch. Denn hinten... haben wir echt viel zu tun gehabt. Und zack, jetzt ist er vorne drin. Es hat sich ausgezahlt, damit wir hinten... richtig gut pariert haben. Jawohl. 2:0. Und was für ein Tor war das denn? Richtig reingehämmert hat er den. So schmeckt das. Das gefällt mir. Die Fans jubeln wie verrückt. Der Pass kam super. Und batz. Drin war das Ding. Oh, wie knapp das war. Das wäre hier die endgültige Entscheidung gewesen. Aber jetzt ist es schon relativ sicher. Oh, nochmal so knapp. Aber ein 3:0, das wird es jetzt nochmal echt besiegeln. Nochmal einen Stempel drauf klatschen. Das wäre echt nicht schlecht. Das war echt haarscharf wieder am Tor vorbei. Tatsächlich. Zu diesem Zeitpunkt in der 89. Spielminute hätte auch das 2:0 gereicht. Aber er haut den besagten Stempel drauf. 3:0 für die Würzburg Kickers. Sauber. Das war's, meine lieben Freunde, von der Partie. Wieder 3:0 gewonnen. Und wieder gut gespielt. Also ich kann heute nicht über mich meckern. Das freut mich. Wir haben 4 Paraden. Eine abgefangene Flanke hatten wir auch. Obwohl jetzt hier 0 steht. Ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, wir hatten eine. Also, das war echt nicht schlecht. Mit diesem tollen Anblick auf die Tabelle von ganz oben herab möchte ich diese Folge beenden. Wir sind fucking Erster. Wir sind fucking Erster, meine Freunde. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ha, geil. Die anderen haben echt... Ich hab's noch gesagt, ne? Ich hab's noch gesagt. Ich glaub nicht, dass sie nur unentschieden spielen oder verlieren. Aber es ist so gekommen. Und wir haben gewonnen, sind auf Platz 1 mit einer deutlich besseren Tordifferenz. Leute, Achtung. Wir müssen aber weitermachen. Denn guckt mal auf die Tabelle. Ein Punkt hinter uns ist Magdeburg. Dann wieder ein Punkt hinter Magdeburg ist der Chemnitzer FC. Wieder ein Punkt dahinter Münster. Wieder ein Punkt dahinter Osnabrück. Also alles sehr, sehr nah beieinander. Und das wird alles nicht ganz einfach. Wir sind bei 27 Spielen, beim 27. Spieltag angekommen. Und die Liga hat ja 38, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Also noch 11 Spiele sind zu spielen, da kann man noch einiges verbocken, da kann man noch einiges retten, aber
Wir sind schon mal Platz 1. Wir können es tatsächlich schaffen. Das ist unser Ziel. Wenigstens auf Platz 2 zu landen, um aufzusteigen. Und ja, lasst eine Wertung da, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, drückt mal auf den Abonnieren-Button. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what. The where, the how, blind, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello felt kinda, now good vibes. Feel like a title.